Herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Goldrausch in Alaska. Nein, Goldrausch heißt es nur. Wir picken hier gerade unser Gold raus, was nicht unbedingt so vielversprechend ist, aber ja. Was ist das? Schaukeln. Ich sehe nichts mehr. Ich kann noch einmal abtauchen. Nein, nichts mehr drin. Alles klar. Weg. Fisch. Den. Nein. So. Und wieder. Dürfen. Kann man das nicht auf. Aha. Okay, dann kommt man hier ein bisschen weiter zu mir. Oh, Kevin. Shift. Wartet mal. Weg. Fuck you. Ich hab Gold verschwunden. Naja, gut. Wer Gold verschenkt, wird aufgehängt, ne? Also die ganze Produktion bis jetzt hat sich kein bisschen gelohnt. Wir haben bis jetzt 3 Unzen, also wieder 3000 Dollar. Ja. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ja. Legen das mal dahin. Ich will wissen, wie viel ich dann hier noch drin habe. Haben wir noch eine Dröhnung? Eine haben wir noch. Okay. Ich stelle mir das wirklich cool vor, wenn du im Multiplayer bist. Uiuiui, da kommen sie. Einfach mal ein bisschen länger waschen. Also vielleicht bringt das was. Vielleicht verschwinden dann die schwarzen. Die Erdklumpen müssten sich doch eigentlich auflösen, oder? Ich glaube, da hat sich nichts mehr getan. So, kann man das hier auch mal ein bisschen besser sich da rausfischen. Och, wenn ich nicht immer so dumm wäre und würde nicht immer den falschen Knopf drücken. Hier kommen mal 3 Unzen bis jetzt 4000 Dollar. Nicht so viel. Oh, dass ich meinen Anteil wenigstens bezahlen kann. Was soll das gewesen sein, oder? Ist klar. Ups. Letztes Mal, denke ich.
Ja. Waschen, sind gleich. Auch schon wieder ziemlich viel für so ein bisschen, was wir da jetzt drin hatten. Finde ich das schon ziemlich viel. Das war es halt. Gut. Und den Rest hier auch nochmal. Da ist es. Rest hier jetzt auch nochmal einsammeln. Hat man wohl nicht so ein Glück, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist. Irgendwas backt hier mit einem so einem Stein. Na, den kriegen wir nicht. Der ist, glaube ich, verbuggt. Ja, ist weg, seht ihr. Ist klar. Kann wieder aufräumen. Den können wir schon wieder zur Maschine bringen. Uiuiui, ist das dunkel. Uiuiuiui. Unzen, das ist echt nicht viel. Ich würde sagen, wir gehen mal schlafen. Wir sollten dann gleich unsere Sachen bezahlen. Vielleicht bin ich pleite. Ja. 13.347 Unzen musste ich bezahlen. Hat er mir in dem Sinne nicht abgezogen. So wie es aussieht. Habe ich wohl noch Glück. gut. Ich würde sagen, wir schürfen noch ein bisschen. Und uns mal einen Kanister Benzin. Okay. Ja, nehmen wir uns den voll mit da unten. Ich weiß, da steht noch ein halber, aber was soll's. Wir können auch den ganzen anderen Kram noch verkaufen, aber abwarten wir. So, dann wollen wir hier mal ein bisschen Benzin reinmachen. Macht doch voll. Warum macht er das nicht? Das geht. Das hat super geklappt. Warum geht das nicht? Weil der Deckel immer zugeht. Deckel auf. Ich denke, das Teil habe ich gerade so ein bisschen verbuggt. Lassen wir es mal. Ups. Ach, den kann ich auch da anschließen. Okay. Ich würde den hier mal diese Absperrungen sind blöd. Stellen den mal so hin. Ich glaube, dass das Stromkabel reicht. Vielleicht geht's jetzt. Ja.
Dankeschön. Rockloader. Lassen wir mal den ganzen Behälter da reinlaufen. Hat nicht viel gebracht. Aber ich würde sagen, besser als gar nichts. Ne, den können wir ja dann gleich hier wieder raufpacken, weil er ist ja leer. So. Dann würde ich sagen, arbeiten wir mal weiter. Kann man jetzt das Teil da eigentlich erstmal voll machen? Das ist einfach nur mal so gesagt. Ja, ich hänge schon wieder. So. Okay, freie Kamera. Upsa. Ist jetzt auch für heute meine letzte Folge. Dann bin ich auf euer Feedback gespannt. Da ist das nämlich schlauer, weil ich dann mehr Sprit spare. Das ist einfach nur mal so eine Überlegung, dass ich immer das Teil voll mache. Hoch. Ist nichts drin, ne? Aber gut. So eine kleine. Es ist eigentlich lächerlich, aber ich hätte gerne so eine kleine Information, ob die Schaufel voll ist oder nicht. Weiß, hat man den echt auch nicht, aber könnte man das viel besser einschätzen. Was da reingeht in einen, so eine Fuhre. Aus. Machen an. 93%. Da einmal umlaufen. Hallo. Ich backe. Acht drücken. Kommen wir nämlich ein Fahrzeug. Hier habe ich schon einen riesen Berg hingeschippt. Was ich da so neben mir gekippt habe. Ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich das so mache. Aber wir sparen dann etwas an Materialien. Oh. Da
Weiß nicht, wie tief ich soll. Ich hab's nicht mit Ziehwasser. Wer soll ich ihn einfach da so reindrücken? Warte mal, das probiere ich jetzt mal. Und zwar, wenn man jetzt einfach beigeht, so. Glaube ich etwas besser, da kippt man nicht ganz so viel daneben. Vielleicht sollte ich aber auch einfach mal. Ups, das war die falsche. Einfach mal Fahrmodus. So, Handbremse. Modus. Nein, vorwärts. Nein, vorwärts. So. Handbremse. Modus wechseln. Kamera ändern. So. So, und dann machen wir hier mal weiter. Ja, komm. Du schaffst das. Komm. Jawohl, geht doch. Wollte die Schaufel das nicht so, wie ich das wollte. Jetzt müsste man halt genau sehen können, bin ich drüber, bin ich drüber. So, da sieht man... Müsste ich den machen. Aber jetzt hebe ich ihn ja schon wieder hoch. Ja? So. Eine geht noch. So, voll. Aussteigen. Zack. Generator und alles wieder anmachen. Und wieder waschen. Ich buddel mal weiter. Vielleicht soll ich diese Kamera nehmen.
Die ist gar nicht so schlecht, die Kamera. Die war nicht leer. Okay. Na komm. Okay. Oh. Zack. Was hat denn unser Eimer? 39%, das ist ja noch easy. Handbremse. Fahrermodus ändern. Ja. Ein bisschen weiter weg. Ich glaube, das ist dann noch besser. Erstmal so richtig mit zurechtkommen. Oh, scheiße. Ja, das ist ein bisschen weit weg. Handbremse, ja, ja, ist gut. Wir müssen noch ein bisschen. So, wir wechseln. Ich glaube, das ist ganz okay so. Ja, das war dämlich. Ich hoffe, war auch nicht ziemlich voll. Ach, guck mal. Damit kann ich... Okay, ich sag gar nichts mehr. Ich habe gerade was herausgefunden. Irgendwie habe ich ihn festgekalkt, ich kriege ihn nicht mehr raus.
So kann man nämlich jetzt machen. So, jetzt kann man nämlich ihn. Auf Deutsch gesagt könnten wir jetzt so kippen. Ja, wartet mal. So. Kann ich nämlich genau da drüber machen. Kippen. Und ich könnte in dem Sinne die Luke immer wieder zumachen. Bis dahin. Damit ich komme mit der Schaufel absolut noch nicht so richtig aufs Reine. Ja, man kann mit der Dingens nicht die Schaufel drücken, okay? So. Jetzt würden wir in dem Sinne da drüber gehen. Jetzt sieht man, okay, ich bin etwas weit weg. Machen wir ein bisschen so. Noch ein bisschen so. Dann mache ich die Luke auf. Ja, da war nichts drin. Wenig. Diese Kamera macht mich irgendwie noch nicht so ganz glücklich. Keine Ahnung, warum ich die nicht so. Ja. Gewohnheit, Leute. Und wie gesagt, ich habe in so einem Gerät hier in echt auch noch nie drinne gesessen. Für mich ist das. Ja. Gar nicht so einfach. Ich sage damit aber vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns morgen wieder, wenn es hier wieder heißt Goldrausch, und gucke mir euer Feedback an. Ich werde nämlich jetzt erstmal Schluss machen. Peace. Denn, tschüss. Ich kipp mehr daneben als da rein. Das ist alles noch. Okay. Bis dann. Ciao, ciao.